herzliches Willkommen. Der Banger meldet sich mal wieder zurück. Es gibt viel Neues zu berichten. Jo. Also, wie gesagt, ich habe ewig war ich nicht on. Und ich weiß jetzt auch noch gar nicht genau, was mich jetzt hier erwarten wird. Ein völlig überlaufener Server, ne? Oder irgendwas anderes. Gucken, was im Ethereum-Shop gerade so los ist. Ich habe keine Ahnung. Gedacht, guckst du mal rein. Ach, Trikots gibt's. Tombola kann man spielen. Kostet es was? Hä? Kann man es nicht gratis machen? Ach ne, zahlen natürlich jetzt auch nichts dafür. So. Hier meine Quip. Ist eigentlich nicht schlecht, muss man mal sagen. Ja, das ein oder andere Equipstück habt ihr wahrscheinlich aus den letzten Videos noch im Kopf. Und jo, jetzt habe ich mir gedacht, gehst du mal ein bisschen leveln, wa? War ich schon lange nicht mehr. Und ja, dann machen wir uns auf den Weg nach UTM. Pots haben wir noch. Ein paar. Also das letzte Mal. So, ah ne, da haben wir noch ein paar. Da haben wir noch ein paar. So, Noris 59 ist hier vor mir. So, das wird da so ein Rang, richtig. Genauer anfliegen kann man es ja leider nicht. Es geht nur auf dem PC, so. Gucken, ob wir irgendwas farmen können. Irgendwo ein brutaler Spezialist oder sowas ist. Sieht nicht so aus. Gucken wir mal, ob frei ist. Es gibt die E6 Channel. Und es spielt gerade Argentinien gegen Nigeria. Ich denke mal. Ach, so viele können jetzt auch nicht on sein. Ich hatte mal wieder Bock, irgendwie ein bisschen zu zocken. Und dachte ich mir, komm. Ich habe ewig gebraucht, bis ich wieder an den Account rangekommen bin, ja. Also, bis mir die Daten wieder ein. Ah, hier geht's lang. Bis die Daten wieder eingefallen sind, ja. Das ist so eine Sache. Morgen Deutschland gegen USA. Oh, da bin ich mal gespannt. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier packen. Plus 7. Ja, ich gerade Bock zu zocken, ey. Zwar gar nicht wieso, aber. Boah, das geht easy. Easy peasy. Ich glaube, ich werde heute Abend mal wieder zocken. Einige Videos aufnehmen und die dann nach und nach hochladen. Na, ich kann mein Schild rausnehmen. Ich weiß, und die Rüstung habe ich von einem YouTuber geschenkt gekriegt. Oh. Einen roten Drachenrubin gekriegt. Ich habe einen roten. Wo ist der Rubin? Roter Drachenrubin erhalten. Wo ist denn der Rubin jetzt? Der Rubin ist da. Hier schon zwei Rubine. Wen kann man denn hier hochziehen, oder wie? Ah, sieh. Waren jetzt hier zwei verschiedene? Seht ihr mal, was man alles verlernt, wenn man da ein bisschen nicht on ist, ja? Ja, immer noch die gleichen Fische wie damals. Hat jemand seinen Account zu verschenken? Ja. Was gibt es bei mir Neues aus meinem Private Life? Klar, lebenswandeltechnisch ist da nicht viel am Start. Wochenende sind noch sehr eskalativ, wie davor auch. Nur ich bin gerade krankgeschrieben,
Ich bin wirklich krank. Nicht im Kopf. Und sonst auch nirgends eigentlich. Beziehungsweise ich bin operiert worden. Kleine Geschichte. Kleines Ding, aber sicherheitshalb ist man ein bisschen krank geschrieben worden. Und deshalb bin ich gerade zu Hause, weiß nicht, was ich tun soll und setze mich vor den Computer und hoffe, dass OTM frei ist. Ein bisschen was ziehen können. Ein paar Orkzähne farmen oder sowas. Weiß gar nicht, ob ich noch eine Buff hatte. Ist mir jetzt auch Wayne. Ich glaube, ich hatte noch eine. Aber ich weiß nicht auf welchem Channel und ich weiß auch nicht wo. Ich weiß nur, dass ich jetzt mir gerade kein Passwort oder kein Accountnamen noch weiter einfällt. Hab eh schon lang genug für den hier gebraucht. Es geht gut. Ich muss mich da erst wieder ein bisschen rantasten. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel ich packe und wo hier Limits sind. Ich weiß nur noch, dass ich glaube ich schon einiges gepackt habe. Also in Relation. Und Level 35 wäre nice. Dann könnte ich eine Pferdequest oder so machen. Gucken, ob ich das pack. Ja. Bin ich jetzt kein Homo irgendwie hypnotisiert oder sowas? Hä? Na, na, na. Fußball! Hey, Fußball! Ich habe meinen Fußball getroppt. Sollen wir den aufmachen? Aber schon erstmal nachher, was Fußbälle wert sind. Jetzt sage ich mal irgendwo den Verkaufsaccount. Ich würde sagen, mit dem logge ich mich kurz irgendwo ein, dass ich mal abklären kann, was ein Fußball wert ist. Ich hätte schon immer den Drang, die gleich aufzumachen. Ich weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ich hätte richtig Bock, die gleich aufzumachen. Zweites Fenster ist am Start. Lagmäßig dürfte jetzt auch nicht viel passieren, ja. So. Schön zu verkrüpschen. Ist ganz easy. Braucht er noch Kloppe? Der braucht noch Kloppe. Der braucht noch Kloppe, ja. So, jetzt hat es mich gekickt. So, ich habe mir sagen lassen, dass ein einzelner Fußball einen Wert von 700 bis 700.000 bis 1 Million Yang hat. Und dann denke ich mir, das ist ein ganz, ganz ordentlicher Preis. Dann muss ich noch ein paar droppen, dann mache ich richtig Cash. Also. Das wäre echt eine nice Sache, wenn ich mir jetzt hier ein bisschen was verdienen könnte. Oder ich mache natürlich selbst auf. Aber. Ich weiß halt nicht genau, was rauskommt. Ich könnte mir was vorstellen, was rauskommt. Nämlich, es könnten Muscheln rauskommen. Es könnte vielleicht ein Seli rauskommen. Es kommen viele Sennbohnen raus. Es kommt viel Schrott raus. Obwohl, Selis könnte ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Muss ich nochmal revidieren. Ich glaube, die sind ja nicht immer rausgekommen. Ja, die gab es ja auch schon früher bei den anderen. Warte, bei welcher Währung habe ich das gespielt? Das muss jetzt nicht lügen. Boah, das kann gut 2010 gewesen sein. 2012 nicht mehr, ne. Obwohl doch 2012 auch noch. Oder jetzt mal kurz überlegen. 2012. Nee, bei der WM nicht mehr, bei der WM.
Ja, ansonsten läuft alles supi bei mir. Also XP-mäßig geht es hier ganz schön schnell voran. Ich würde mir wünschen, dass ich den einen oder anderen Fußball trocken würde. Ja. Das finde ich cool. Das ist ja cool, wenn ich echt noch den einen oder anderen Fußball trocken könnte. Aber ist irgendwie nicht so. Alles macht ja nichts, ja. Heute noch Level 35, jetzt in dem Video noch Level 35, ist ja cool. Ist echt nice. Und dann müsste ich auch mal gucken. Ah, ich habe dauernd immer so. So, das soll man den Fußball aufmachen, der mit dem Kacken. Das ist natürlich jetzt die big question. 1 Million. Ich muss erst mal abklären, was rauskommt. Ich google es mal kurz nebenher. Aber vielleicht, oder Perlen könnten auch noch rauskommen. Mädchen 2 Wiki. So. Einen Moment, ich hab's gleich. Ich habe es gleich. So. Fußball. Wo ist er denn? Ja. Was? Nein. Ein FB? Eine Segi? Eine Sennbohne? Ein Goldbarren? Boah, zum Glück. Ha! Zum Glück habe ich nicht geöffnet, da kommt ja nur Scheiße raus. Keine Ahnung, was eine Segi wert ist, aber kriege ich trotzdem im Endeffekt raus. Ist zwar lustig zum Aufmachen, aber wenn du das Geld ein bisschen dicker hast, als ich jetzt hier. Ich war nämlich schon kurz bei Versuchen, so komm, mach's einfach mal kurz auf. Machst du kurz auf. Das geht ja auch so, ja. Boah, ich weiß nicht, was bei mir immer hier abploppt. Bei mir ploppt hier immer irgendwas noch im Hintergrund ab. Das geht mir mega auf die Nerven. Das weiß ich. Ich finde sie echt entspannt hier zu leveln. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt in den letzten 4 Monate nichts mitbekommen. Gar 6 Monate, 6 Monate. Auf keinem PC war gar nichts. Ich habe letztens mit einem Kollegen mal darüber geredet, so habe ich erfahren, ach, der hat auch gespielt. So echt total unerwartet, aber es haben doch sehr viele gespielt. Natürlich auf einer anderen Basis als jetzt hier. Ich hier spiele. Ich habe ja früher auch mal anders gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Videos von mir von früher hier drauf habe, auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, aber. Ja, und Young Drop ist ja auch, also ich finde mal für meine Verhältnisse jetzt nicht schlecht. Ist jetzt auch nicht so überdimensional krass. Aber ich finde, mein Equip lässt sich eigentlich ganz gut sehen. Das muss ich gar nicht verstecken, also das ist schon. Ich finde es nicht schlecht. Das, wo ich mir dann kurze Zeit aufgebaut habe. Also. Boah, das waren viele, das waren viele. Bitte keine Ohnmacht, bitte keine Ohnmacht. Das ist jetzt der Wirbel. Wirbel, ey, der war, die haben irgendwie geleckt. Hast du das gesehen? Da hat irgendwas geleckt bei denen. Und zwar ganz gewaltig, eine Young-Bombe. Sehr nice.
Noch 13%, ey. Wie geil das machen wir? Das ist richtig easy, muss ich sagen. Also, ich habe halt jetzt echt krass lange nicht gespielt. Und muss sagen, Wayne juckt's. Und vielleicht könnte ich mir auch so der 35 im nächsten Clip vorstellen. Je nachdem. Also ich mache jetzt maximal 20 Minuten. Ich denke mal, das reicht auch für den Anfang. Na, nochmal ein Fußball. Zum Glück nicht aufgehört. Ich habe eben auch mal ausprobiert, ob ich irgendwo noch einen anderen Account habe, ein Buff drauf ist, aber ich habe jetzt keinen gefunden auf die Schnelle. Macht nichts. Hauptsache noch einen zweiten Fußball getroppt. Nur Auras aus. Oh, auch also echt kurz auf M1. Komm schon. 99%, also man sieht halt hier noch klar die Fortschritte und es macht dann auch Spaß zuzusehen, wenn es so zügig geht. Ich habe keinen Bock, das jetzt zu bearbeiten und zu rendern. Das ist der Part, der mir jetzt weniger Spaß macht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich finde das Spielen an sich ist cool, aber wenn ich den direkt hochladen könnte. Ohne irgendwelche Bearbeitungsfaxen so. Wisst ihr? Dann wäre das auch entspannt. Also, ich weiß nicht, ich bin natürlich jetzt mega spät dran. Ich habe es natürlich auch gleich, als es rauskam, gehört. Und es ist jetzt echt schon verdammt spät dran. Fangen wir das aktuell nochmal an. Egoist von Casey Rebel, featuring Kollega Majo. Richtig Bombe fand ich das. Richtig, richtig Bombe. Wahrscheinlich habt ihr es euch auch angehört, nehme ich mal an. Müsst ihr euch anhören. Das ist erstklassig, was auch super ist, natürlich komplette Album. Ich finde, einzelne könnte man besonders hervorheben, vor allem Bossaura. Ich finde Klick Klick finde ich geil. Klar, die er davor schon rausgebracht hat, sind auch mega Alpha. Ich finde auch Schwarzer Benz geil. Das finde ich noch geil. Ich muss kurz überlegen. Ach, eigentlich finde alle geil. Die, wo ich jetzt eben genannt habe, die finde ich besonders geil. Und die anderen sind auch cool, also jetzt auch nicht schlecht oder so. Also, da habe ich echt, ich höre das immer noch im Auto komplett nonstop von. Sobald es alles rausgekommen ist, bis jetzt. Ich hatte auch die Kingbox, habe ich von ein paar Kumpels zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und natürlich trage ich auch die ganze Zeit Kollega Streetwear. So, jetzt gehe ich drauf. Nein. Dann ist denn diese 3 oder 4 Rudel, das eben waren, absolutes Limit.
Ich habe jetzt auch schon fast die 35, 35 erreicht. Das brauche ich nicht mehr viel. Hoffen wir, dass Kampfrausch auf Anhieb klappt. Ja, sehr gut. Wow, 2%. Also, ich melde mich dann wieder. Nächstes Video haut rein, lasst ein Abo da, Daumen hoch, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ciao. Ciao.